Ich versuche eine Woche lang ohne Rock und Metal zu leben. Das wird so scheiße. Du, wir leben nach Haus voller Metal. Unmöglich. Hi, ich bin Flo und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich eine Woche lang auf mein Standardgenre verzichte. Ich bin, seit ich ca. 14 bin, im Rock und Metal unterwegs, aber auch in meiner Kindheit habe ich nicht die Mainstream-Musik gehört. Da ich Metal-YouTuber bin, habe ich mich auch dazu entschlossen, mich aktiv bei der Metal-Szene zu beteiligen, was das ganze Experiment deutlich verschwert. Keine Musik passieren, Videos machen, auf keine Konzerte gehen, aber vor allem auf die Musik verzichten. Auf den Verzicht von Bandshirts verzichte ich in diesem Experiment, denn ich glaube, das wäre sonst eine Woche lang nackt leben. Okay, bei 1000 Likes machen wir das Experiment. Da ich in der ersten Nacht sowieso nicht schlafen konnte, baute ich mir eine Playlist zusammen aus den ganzen Songs, die ich kenne, die ja nicht Rock und Metal sind. Und es waren 323 Titel, bisschen über 6 Stunden von Dance Electronic bis hin zu Alternative and Indie. Nice. Ich wusste also nicht, was passieren würde und stürzte mich gleich rein. Here we go. Da ich am ersten Tag vom Experiment frei hatte, wachte ich auf und stürzte mich gleich in die Playlist und wollte dann anschließend YouTube schauen. Es ist der erste Tag, ich mache das Experiment seit ungefähr 2 Stunden und mir wird klar, es ist eindeutig schwieriger, als ich gedacht hätte. Ich bin gerade in YouTube unterwegs gewesen, da wollte ich das neue Video von Homaldorn sehen und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, da hatten Metal Intro und Metal Background Music im Video. Das heißt, das Video kann ich dann erst in einer Woche ansehen. Aber die ersten Anzeichen machten sich bereits am ersten Tag bemerkbar. Schließlich ging es dann ab in den Wald, wo ich zusammen mit ein paar Freunden ein Paradise gebaut habe. Oder beziehungsweise wir sind stets dabei. Das Schwierige ist, dass dir vielleicht die andere Musik nicht so gefällt. Das auszuhören. Das ist kein Metal, hörst. Ich glaube, ich würde einfach unbewusst anfangen, weniger Musik zu machen. Am Abend ließen wir den Tag gemütlich mit 6 bis 8 Bier ausklingen. Der Drang auf Metal war aber doch stets gegeben. Ein bisschen Creator oder Spiritbox hätte definitiv nicht geschadet, aber wir meisterten den ersten Tag erfolgreich. Leicht angeschlagen ging es dann in den ersten Arbeitstag rein von der Woche. Doch der Entzug von Metal, der machte sich schon sehr bemerkbar. Es ist auch sehr suboptimal, wenn man die ganze Zeit Ohrwürmer von Metal-Songs hat, die aber dann nicht anhören kann. Ah. Ascendancy. Tribute. Spontan ist mir Hallowed Be Thy Name eingefallen von Iron Maiden. Danach würde ich anmachen Riot Act von Exodus. Behemoth, Conquer All. Enziferum Iron. You Suffer von Napalm Death. Gott sei Dank musste ich jetzt immer recht lang arbeiten. Das heißt, ich hatte auch nicht so wirklich die Zeit, einen gewissen Drang zu entwickeln, Metal zu hören. Das war ziemlich Gutes, aber Wochenende wird dann richtig spannend. Freitag war im Nachhinein gesehen einer der schwierigsten Tage vom Experiment. Den kompletten Abend ohne Rock und Metal zu überleben war wieder ziemlich schwer. Doch auch wir Mittwoch meisterten wir das. Wir konnten ja leider auch nicht auf Rock ausweichen, denn keine verzerrten Gitarren und keine Screams. Ah, da bist du halt aufgeschmissen. Untertags waren wir dann wieder im Wald und bauten fröhlich und munter weiter. Baum zerlegen, Loch ausheben und ein paar Kleinigkeiten, wer kennt's nicht. Ich kann's kaum noch erwarten, bis das Experiment endlich vorüber ist, aber die Frage, die sich mir auch stellt, ist, was wird denn wirklich der Song sein, mit dem ich dann nach den 7 Tagen wieder einsteige? In den letzten Tagen war das Experiment dann doch noch eine Stufe schwieriger, denn das Ende, das war schon greifbar nah. Und somit hatte ich natürlich auch den Gedanken im Kopf, mit welchem Song startest du jetzt wieder rein nach der 7 Tage langen Pause? Und dann hat ein Freund von mir eine geniale Idee. Bau eine Playlist, drück auf Zufallsmix und einer der 5 Songs wird es dann eben werden. Und genau das machte ich, nur noch ein bisschen genialer. Ich erstellte mir eine Playlist mit 7 Songs. 6 davon waren Metal und ein Song war dabei, der war kein Metal. Sollte der Song per Zufallsmix dann reinkommen, müsste ich das Experiment um einen Tag verlängern. Ja, schließlich war der Moment gekommen. So, es ist jetzt wirklich Tag der Wahrheit, der Entscheidung. Ich habe jetzt hier meine Playlist und ich werde jetzt einfach auf Zufallsmix drücken und ich bin schon so gespannt. Ich war den ganzen Tag jetzt so gespannt, bin jetzt um 6 Uhr nach Hause und habe jetzt auch noch eigentlich den 8. Tag beinahe fast metalfrei bestanden. Und jetzt kommt's, Zufallmix, ich bin einfach nur nervös. Es kann nur legendär werden. So, Lautstärke noch auf mächtig viel und jetzt geht's los.
Alter, es ist so schön. Ich habe jetzt gerade noch Circle Within von Spiritbox reingemacht. Es ist eigentlich mit dem ruhigsten Song, habe ich jetzt gestartet. Gott sei Dank nicht mit dem Pop. Im Nachhinein kann ich sagen, es war es definitiv wert. Ich würde es nicht nochmal machen. Aber der eine Moment, wenn man dann wieder endlich Metal hört seit 7 Tagen, magisch. Also für die ist ja Metal, für mich ist ja irgendwas anderes. Da hat es sicher durchdruckt. Na, für was? Ja, damit man ein geiles Video hat. Ich bin kein YouTuber. Meine Playlist wurde durch diese Woche dann auch noch um 60 Songs erweitert, die mir dann doch gefielen. Das heißt, ich habe einiges an neuer Musik entdeckt, doch im Großen und Ganzen auf Dauer, sehr, sehr, sehr schwierig wird das, glaube ich, nicht. Was ich zum Musikkonsum sagen kann, Dance, Electronic, Hip-Hop, aber eher Eminem, nicht so 187. Das war so der Ausgleich zum Metal, aber kein effizienter Ausgleich auf Dauer. Und ansonsten entspannte ich eigentlich durchgehend mit Alternative Indie und so die klassischen Pop-Songs, die man eben so kennt. Bin ich aber doch froh, endlich wieder gewohnt weitermachen zu können. Und es ist so geil, der Moment jetzt. Es ist so mächtig. Ich bin gespannt, wie lang das Feeling jetzt so anhält, ob man es immer noch so wertschätzt. Aber derzeit, 2 Tage nach dem Experiment, schätze ich es enorm, Metal zu hören. Also Metal hören zu können. Genial, ja. Schreib mir gerne in die Kommentare rein, würdest du das Experiment machen? Bist du diesem Experiment gewachsen? Oder denkst du dir dann doch lieber, warum sollte ich denn auf mein Standardgenre verzichten? Ich bin doch nicht so wie der Flo, der unbedingt ein Video machen muss über das Experiment. Ja, schreibt mir das gerne rein. Würde mich wirklich interessieren und vielleicht habe ich auch den einen oder anderen inspiriert, der es jetzt durchzieht. Ich kann wirklich nur sagen, der magische Moment, wenn man dann wieder reinhört in Lieblingssongs. Geil, da sitzt man einfach so hier und denkt sich, fuck, geil. Ja, in diesem Sinne, geiles Video hoffentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten wieder. Bis dahin, ciao. Ist der Heavy. 7 Tage ohne Metal. Mhm. Was denkst du da dazu? Okay, Florian krepierend in einer Ecke, wie er einen Jean Michael Vincent streichelt. Rotwein, viel Rotwein, sehr viel Rotwein. Ja.